Wahlzeiten wird vieles möglich gemacht. So kam der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, Karl-Josef Laumann, zur Goldbäckerei Grote und wurde vom Mitglied des Landtags Marco Voge sowie den Firmenchefs Charlie und Karl Grote empfangen. Vielen Dank, dass wir bei der Familie Grote hier zu Gast sein dürfen, auch mit ausreichend Abstand. Das muss man ja heutzutage. Karl-Josef Laumann ist ja nicht nur Arbeitsminister, er ist auch Gesundheitsminister und achtet da auch ganz besonders drauf. Du hast ja nicht nur dieser Tage, auch in den letzten Wochen und Monaten auch noch ein paar andere Sachen ordentlich im Ohren gehabt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du in meiner Heimatstadt nach Baden gekommen bist. Ich muss mir mal vorstellen, da beschließt ein Staat, es gibt keinen Kindergarten mehr. Da beschließt ein Staat, es gibt keine Schule mehr. Da beschließt ein Staat, alle Behindertenwerkstätten sind zu schließen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein autistisches Familienmitglied. Und da fällt die Werkstatt aus und der ist ganz dann da und Sie müssen irgendwas mit dem machen. Und deswegen will ich nur noch mal sagen, mir ist durch diese Krise noch mal sehr bewusst geworden, dass das, wenn der Staat sich so zurücknehmen musste, was wir mussten, weil wir Massenbetreuung, Massensachen nicht machen konnten wegen der Angst um das Virus, was hat eigentlich noch richtig funktioniert? Es waren unsere Familien. Die haben das alle aufgefangen. Dass eine Politik, die sich darum kümmert, dass Familien gute Rahmenbedingungen haben, eine richtige Politik ist. Ob das jetzt eine Errungenschaft ist, wenn ich nur Düsseldorf fahre, dass man mittlerweile nachts um 12 Uhr noch eine Unterhose kaufen kann, dann denke ich auch manches Mal, dass wir besser die Leute mit welchen Familien. Also ich finde, die Debatte muss man führen, wenn man das sagt, Familie ist so wichtig. Da, wo Familie sich begleitet, weil sie es nicht kann, weil sie zerbrochen ist, weil sie es auch vielleicht selber gar nicht gelernt hat, haben wir bis heute, auch unter Arbeitsministerin in Düsseldorf, noch kein Mittel der Qualifizierung erfunden, was das wieder ausbügeln kann, was da in jungen Jahren teilweise nicht gut gelaufen ist. Wir hatten das Virus und wir brauchen Schutzbekleidung. Und ich hatte im März nicht einmal PFC2-Masken, weil sie auf der ganzen Erde nicht zu kaufen waren. Wir haben die Altenpflegerin in die Zimmer von infizierten Menschen geschickt, ohne Schutzbekleidung. Der Landtag hat mir, ich war 15 Minuten im Haushaltsausschuss, da hat er mir eine halbe Milliarde gegeben. Und dann sagt der Minister, sehen Sie zu, dass Sie Schutzbekleidung kriegen. Also, ich war ein reicher Mann. Und ich habe zum ersten Mal festgestellt, du kannst so viel Geld haben, wie du willst, das nützt dir das Geld, wenn du nichts kaufen kannst. Und wir werden auch in den nächsten Jahren daran arbeiten müssen. Wir haben wirklich Medikamente, wo wir die Grundsubstanzen für wichtige Medikamente nicht mehr in Europa machen. Ich finde, das kann nicht sein. Und deswegen müssen wir auch sehen, dass wir im Gesundheitswesen beim Einkaufen darauf achten, dass es gewisse Kontingente im europäischen Markt geben muss und natürlich aus meiner Sicht auch im nordrhein-westfälischen Markt geben muss, im deutschen Markt geben muss. Das versteht sich von selber und deswegen müssen wir auch mal sagen, und da müssen wir auch vielleicht das ein oder andere Wirtschaftsprogramm noch mal etwas anspitzen, dass es in unserem Interesse die Pandemie uns gezeigt hat, dass es Grenzen der Globalisierung gibt. Wir müssen uns jeden Tag vor Augen halten, dass von der Pandemie die Menschen sehr unterschiedlich betroffen sind. Auch wirtschaftlich. Also es gibt ganz viele. Da ist das so, wenn die am Ende des Monats auf ihr Konto gucken, dann haben die genauso viel Geld wie vor der Krise. Es gibt aber ganz viele, die haben erheblich weniger Geld auf ihrem Konto wie vor der Krise. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 2,5 Millionen Leute wegen der Krise in Kurzarbeit. Das sind alles Menschen, die weniger Geld am Monatsende auf dem Konto haben wie vorher. Und die Kosten einer normalen Familie, die haben sich durch die Krise nicht geändert. Aber wir haben auch Branchen, da stehen die Leute vor Ruin. Wissen Sie, wenn Sie da Leute im besten Alter vor sich haben, die in der dritten, vierten Generation Schausteller sind. Die haben die Tränen in den Augen und sagen, Herr Laumann, ich bin ruiniert. Ich bin ruiniert. Wir haben das letzte Geld bei den Weihnachtsmärkten verdient. Dann sind die Frühjahrskirmes nicht gewesen. Die Schützenfeste waren nicht. Die Herbstkirmes war da schon klar, dass sie nicht stattfinden werden in Deutschland. Ja. Und da ist mir sehr bewusst geworden, dass viele Menschen, denken Sie an Messebau, denken Sie an die ganzen Leute, die Veranstaltungstechnik machen. Und deswegen müssen wir auch über die Frage nachdenken, wie geht das Leben denn mit Corona?
Wir müssen versuchen, bestimmte Dinge möglich zu machen, die man gesundheitspolitisch vertreten kann, wo wir mit dem Virus leben. Das werde ich auch bald an die Gemeinden geben. Ich will zum Beispiel, dass St. Martin-Umzüge wieder stattfinden. So, wenn ein Kindergarten zusammen ist im Kindergarten, warum sollen die keinen St. Martin? Also einfach zu sagen, der Weihnachtsmarkt findet nicht statt. Ich kann Ihnen sagen, der Einzelhandel ist sehr unterschiedlich von der Pandemie betroffen. Textil, Leder, Schuhe, ganz schlecht. Lebensmittel, klar, läuft. Hochwert Fahrräder, läuft gut, sehr gut. Hochwertige Küchengeräte, teure Messer und so, läuft alles gut. Aber wenn wir nicht diese Weihnachtsstimmung in die Innenstädte bringen, dann werden die Leute ihre Weihnachtsgeschenke nicht in die Innenstädte kaufen. Und da sind wir wieder beim kommunalpolitischen Problem. Ich habe als Arbeitsminister ein hohes Interesse daran, dass der Einzelhandel Weihnachten ein gutes Geschäft macht, denn ich weiß, was passiert, wenn er kein gutes Geschäft macht, dann wird irgendwann im Januar, Februar die Kurzarbeit beendet, indem man endgültig aufgibt und die Entlassungen stehen dann da. Und dann sind die Verkäuferinnen in der jetzigen Situation, in einer relativ schwierigen Situation, auch eine neue Arbeit zu finden. Und deswegen müssen wir die Dinge immer schön zusammendenken. Gesundheitsschutz ja, aber das Leben einstellen. Das kann nicht die Antwort eines christdemokratischen Politikers sein.